Endlich ist es soweit. Am nächsten Montag soll es losgehen im Impfzentrum. Oberbürgermeister Sören Link freut sich riesig, dass dann dort auch die ersten Duisburgerinnen und Duisburger geimpft werden. Mit Blick auf diesen Tag beantwortet er hier einige Fragen rund um das Thema der Corona-Schutzimpfung. Ja klar, sobald ich dran bin und im Moment geht es erstmal um andere, um ältere Menschen, um Menschen, die in zum Beispiel Pflegeberufen aktiv sind. Aber wenn ich dran bin, lasse ich mich sofort impfen. Ich kann sie erstmal verstehen. Das ist ein wichtiges Thema, hochsensibel und da hat man Fragen und ich kann verstehen, dass sie da Antworten brauchen. Informieren Sie sich bei Leuten, die sich auskennen. Ärzten, Apotheken, bei den Internetangeboten von Bund, von Land, aber auch von der Stadt Duisburg. Gehen Sie bitte nicht da den Verschwörungstheoretikern auf den Leim. Bei Menschen, die Verwirrung stiften im Internet, da gibt es ganz viele Angebote solcher Art. Da kriegen Sie nicht die wirklich notwendigen Antworten auf Ihre Fragen. Holen Sie sich die da, wo es wirklich Informationen gibt, die auch fundiert sind. Zunächst mal sind wir so ziemlich die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen gewesen und in Deutschland ganz vorne mit dabei, was die Einsatzbereitschaft angeht. Da hat unter anderem die Duisburger Feuerwehr einen hervorragenden Job gemacht. Wir waren schon im Dezember einsatzbereit. Allein es fehlt der Impfstoff. Sobald der da ist, sobald der vom Bund geliefert wird, werden wir auch im Impfzentrum impfen können. Ich denke mal, das wird Anfang, Mitte Februar soweit sein. Unser Ziel in Duisburg ist, dass jeder, der geimpft werden möchte, sobald er dran ist, auch geimpft wird. Und das werden wir auch sicherstellen, entweder im Impfzentrum, da hoffe ich einfach darauf, dass viele mit Bus und Bahn anreisen können, dass Familienhilfe funktioniert, Nachbarschaftshilfe oder ehrenamtliche Hilfe, so wie im letzten Frühjahr, das auch wunderbar geklappt hat. Für alle die, wo das nicht klappt, die geimpft werden wollen, werden wir eine entsprechende Lösung finden. Ich hoffe zusammen mit dem Land, aber wenn das Land da nicht mitspielt, dann eben auch in Duisburg alleine. Naja, unser im Moment größtes Problem ist, dass wir den Impfstoff nicht haben, den wir alleine für den Betrieb des Theater am Marientors bräuchten. Da könnten wir ja 2.500 Menschen pro Tag impfen. Sobald der notwendige Impfstoff dafür da ist, werden wir da den Betrieb komplett hochfahren und sobald es mehr Impfstoff gibt, gehen wir auch in die Fläche, wollen dezentrale Angebote vor Ort schaffen. Das werden wir mit der Feuerwehr und den Duisburger Hilfsorganisationen, glaube ich, wunderbar zusammen hinkriegen. Ich kann ehrlich gesagt gut verstehen, dass sich viele Leute genau mit dem Thema beschäftigen, dass sich fragen, wie ist die richtige Impfreihenfolge. Ich persönlich bin froh, dass der Bund das entschieden hat und dass wir uns überall in Deutschland und natürlich auch in Duisburg daran halten, dass erst ältere, geschwächte Menschen, dass dann Menschen in Pflegeberufen geimpft werden. Und das werden wir hier auch in Duisburg 1:1 umsetzen. Auch wenn es schwerfällt, das ist so. Alle müssen sich weiterhin an die Corona-Schutzbestimmungen halten, auch die Menschen, die geimpft wurden. Da gibt es derzeit keine andere Regelung vom Bund.